Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Wie ihr gerade schon im Video gesehen habt, wir sind natürlich auf der Galaktischen Republik-Seite, auf der Jedi-Seite. Und da lesen wir erstmal da oben, die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die vom obersten Kanzler regiert wird. Das wissen wir ja eigentlich. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Welten, Firmen und Spezies, die oft miteinander in Konflikt geraten. Gut zu wissen. Und bevor jetzt hier erstmal das ganze Geplänkel losgeht, was wir denn an einer Klasse nehmen, das haben wir schon vorher, ja, sagen wir mal, entschieden. Denn Jedi Ritter und Jedi Botschafter, das ist eigentlich alles schon so, ich will jetzt nicht sagen ausgelutscht, aber das mit dem Laserschwert und so weiter und so fort, das haben wir alles schon mal gehabt, zumindest ich. Und dann habe ich mich jetzt nämlich auf den Schmuggler, habe ich mich jetzt mal geeinigt. Ich nehme nämlich den Schmuggler hier, eine Schmugglerin werde ich nehmen. Und gibt es ja eigentlich groß was zu sagen. Also man kann halt am Ende, was heißt am Ende, auf Stufe 10, kann man sich einmal einen Revolverhelden, das ist eher eine Klassenrolle Schaden, oder einen Schurken machen, das ist dann die Klassenrolle Heilung oder auch Schaden. Da hat man halt entweder zwei Blasterpistolen oder eine Blasterpistole oder eine Streukanone. Gut, und so viel Zeit will ich hier gar nicht eigentlich verlieren. Ich meine, wir sehen das hier alles und deswegen habe ich mich auch eigentlich schon auf den Cyborg hier, das habe ich mir alles ja schon vorher ein wenig angeguckt, habe ich mich auf den Cyborg geeinigt, dass ich die nehme und zwar weiblich, genau. Du könntest einem Crackdrachen seine Hörner abschwatzen. Ja, Glückwunsch. Das könnte ich schon mal nicht. So, der... Oh, der Kopf. Jetzt kommt erstmal hier... Erstmal muss ich die Haare ändern. Die liegen da ja gerade richtig eklig im Gesicht. Ja, Glatze. Glatze sieht bei Frauen immer recht schön aus. Das ist... Was hatte ich denn beim letzten Mal? Ich hatte irgendwie... 22 war das, glaube ich. Ja, das. Das hatte ich. Das war eigentlich ja, ganz okay, finde ich. Ich meine, von den anderen Sachen, die man hier manchmal sieht, ist das noch ganz okay. Machen wir das da noch rein. Haarfarbe hatte ich so, ja, so ein dunkelblau, obwohl das jetzt komisch aussieht, egal. Hautfarbe hatte ich so ein schönes Hautfarben halt, so eine schöne Hautfarbe. Und ich stehe total auf blaue Augen, deswegen dachte ich mir, man nehme ich mal so schöne hellblaue Augen, weil die wirklich extrem schön sind. Und wir sind auch kein Taucher, deswegen habe ich mal diese Kybernetik hier nicht genommen. Denn ich habe mir dann nämlich Folgendes entschieden, genau die sieht man nämlich eigentlich kaum und ich hasse diese Kybernetik eigentlich. Das ist nämlich eigentlich auch total blöd. Und das sieht doch nach einem schönen Frauengesicht aus. Wir könnten da noch eine richtig schöne dicke Narbe reinhauen, aber das lassen wir mal. Und es ist ein kleiner Runtime-Gag geworden, dass, das müsst ihr erstmal vorher witzen, das ist hier jetzt nichts Frauenfeindliches, ganz wichtig. Das ist alles nur Spaß und deswegen habe ich mir gedacht, der Name wird dann Mach Sandwich. Gut. Mit diesem Namen beginnen wir dann nämlich auch. Und jetzt kommt erstmal ein richtig schnieker Ladescreen. Wenn der nicht toll ist, ich weiß auch nicht. Der ist schon schön. Du kannst mit der Escape-Taste ein Gespräch zwischenzeitlich verlassen. Klicke auf die Mission. Das konnte ich nicht lesen. Danke. Es war immer vor langer, langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie.
gleich ist er weg. Und er ist weg. Und da kommt auch schon der schnittige Frachter vorbeigeflogen. Halleluja. Erstmal alles zerstören. Das ist ganz wichtig. So, und nun reisen wir auch schon zu unserem ersten Ort, nämlich Ort Mantell. Und bevor ihr, wie ihr mich da gerade schon ein wenig stehen sehen habt, bevor das alles passiert, müssen wir erstmal hier anlanden und dann mit diesem netten Herrchen sprechen. Der hat nämlich auch ein ganz cooles Tribal im Gesicht. Man könnte denken, es ist Mike Tyson, hätte er denn Muskeln, die er nicht besitzt. Denn er ist ein ganz schön schmächtiger Typ. Der ist jetzt nicht gerade cool mit seinem Tribal im Gesicht. Oh, jetzt hat er eine coole Pose und stellt sich auch noch cool hin. Gut zu wissen, gut zu wissen. Den Mann da oben, den könnt ihr euch auch merken. Der hat noch später Bedeutung. Keine Angst. So, nun werden wir als schnittige Captain, werden wir zu ihm heruntergehen. Ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain. Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Das braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld also zu landen. Nettes Manöver. Ja, da kommt jetzt auch schon die erste Frage. Spiele ich einen guten Charakter oder einen schlechten? Wir sind auf der Jedi-Seite, deswegen dachte ich mir, komm, sind wir auch mal wie Jedis und reden auch mal alles schön. Und sind wir mal nicht böse. Danach dachte ich mir aber, nö, ich bin böse. Also, ich hasse diesen Planeten jetzt schon. Warum kämpft man um so einen Müllhaufen wie diesen Planeten? Es gibt immer einen Grund zum Kämpfen. Man kann Geld machen. Man kann Geld machen. Das ist, stimmt natürlich. Mein Name ist Skavak. Ich hole die Blaster in eurem Frachtraum ab. Entschuldigt die Eile, aber ich muss hier schnell verschwinden. Dieses Dorf war einmal sicher, aber die Separatisten übernehmen es langsam. An eurer Stelle würde ich versuchen, hier so schnell wie möglich abzuhauen. So schnell wie möglich abzuhauen? Ja, dann beeilt euch. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Hört sich an, als kämen die Bomben näher. Die Separatisten werden jeden Moment über uns sein. Hier ist eure Bezahlung für die Lieferung, Captain. Ihr könnt los, sobald ich die Blaster habe. Skavak, dann wir haben ein großes Problem. Die Separatisten haben die Luftabwehrkanone erobert. Langsam, Corso. Wovon sprichst du? Sie haben hier so eine Art Fernsteuerstation platziert und die Zielcomputer der Kanone gehackt. Die verdammten Separatisten haben gerade einen republikanischen Frachter zerstört, der auf dem Weg hierher war. Mhm. Und wer bist Mit du? Mit wem habe ich die Ehre? Hä? Oh, Corso Rix. Ich gehöre zu Skavak. Schön, euch kennenzulernen. Mit diesen Fernsteuerstationen können die Separatisten den Computer der Luftabwehrkanonen überbrücken und ihre Feuerkraft jederzeit gegen uns einsetzen. Oh, das ist gar nicht gut, Captain. Die Separatisten werden euch abschießen, bevor ihr überhaupt an Flucht denken könnt. Die Separatisten haben überall in der Gegend Fernsteuerstationen. Ihr werdet wahrscheinlich mehrere treffen müssen, damit sie die Kontrolle über die Kanone verlieren. Da denke ich mal, dass ich definitiv unterbezahlt bin. Ich sollte für meine Heldentaten einen Aufschlag verlangen. Viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Viel Glück, ja. Mehr Geld hier, ne? Wir sind böse. So, Skavak, den Namen könnt ihr euch schon mal merken. Das ist nämlich wichtig. So, und wir lesen uns das hier gar nicht durch. Die Steuerung und so weiter, das wissen wir ja alles. Das Einzige, was wir machen, wir gehen noch mal einmal in die Einstellungen. Und wir müssen noch eine Sache einstellen. Wo war das denn? Wenn ich wüsste, wo das wäre gut. Untertitel bei Gesprächen anzeigen. Genau, das ist ganz wichtig, damit ihr das immer mitlesen könnt, falls ich mal nebenher brabbel. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, warum steht denn da im Titel Let's Play Together? Wo ist denn dein Kumpane oder Kumpanin? Und da ist sie und tanzt. Guten Tag. Guten Morgen. Abend. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin dat Kaktusse. Also wie gesagt, das ist ein Kollege von mir, der nette Herr Erik, der auch einen YouTube-Kanal hat, Bramification. Müsst ihr mal kaufen. Ja, ich habe richtig gute Videos am Start. So sieht das nämlich aus. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir holen uns unsere Deluxe-Gegenstände. Das ist ganz wichtig, denn ich habe ja die Deluxe Edition gekauft und ich darf dann jetzt erstmal ganz cool hier Sachen bekommen. Naja, immerhin und hast du Spielfiguren bekommen. Okay, genau. Und ich habe den Gründertitel. Und dadurch schon 45 EP.
So, und nun gehen wir erstmal zu unserem ersten Questgeber, der da vorne steht. Der Herr Sergeant Bleas? Wartet mal kurz. Bleas. Hauptquartier! Hier ist die Frontaufklärung. Bitte kommen! Hauptquartier! Mist, ich dachte, ich hätte sie. Ihr seht aus, als könntet ihr mit einem Blaster umgehen. Habt ihr Lust auf ein paar Heldentaten? Heldentaten, das gibt es was zu tun. Ist die Frage. Werde ich dafür nicht? Mit Sicherheit. Eine Menge Leute werden euch an den Kragen wollen. Eine Separatisten-Miliz hat das Dorf besetzt. Wir nehmen also keine Anfänger oder Bauerntölpel. Die haben Experten mit erstklassigen Störgeräten. Damit behindern sie die Kommunikation von hier bis vor Garnik. Können wir gar nicht zusammen interagieren. Warte eben kurz, muss ich eben noch beantworten. Ich schlage vor, ihr brüllt einfach ganz laut. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Dabei brauche ich Hilfe. Ich soll Informationen... Wir sind noch gar nicht in der Gruppe, ne? Aber wegen der Störung das machen wir jetzt gleich, warte. Machen. Jemand muss die Störer der Separatisten ausschalten. Wenn ihr also sowieso ins Dorf wollt, könntet ihr das ja vielleicht für uns übernehmen. Wenn ihr die Störer der Separatisten ausgeschaltet habt, meldet euch hier. Ich werde sehen, ob ich etwas Ausrüstung anfordern kann, die euch nützlich wäre. Das klingt doch erstmal nach einer tollen Quest. Jetzt muss ich da... Ach, da bist du ja schon. Perfekt. So. Gut, nun sind wir auch in einer Gruppe. Und einfach mal zu deiner Klasse. Du bist... Was bist du? Erzähl mal ein wenig. Ich bin Soldat. Soldat? Ja. Ich weiß gar nicht, was man da mehr so zusagen kann. Also, nicht viel. Ich kann halt, wenn ich Stufe 10 bin, mich entscheiden, ob ich Kommando werde oder Frontkämpfer. Kommando, als Kommando kann ich healen oder Schaden machen. Und als Frontkämpfer kann ich halt tanken und Schaden machen. Aber ich glaube, ich nehme den Kommando-Soldaten. Da weiß ich noch nicht genau. Das kann sich ja noch im Spielverlauf entscheiden. Wie gesagt, das ist halt ein Let's Play Together und wir werden das zusammen dauerhaft mit unseren hässlichen Stimmen kommentieren bis Level 50, bis ihr uns gar nicht mehr abkönnt. Wir machen ein 100% Let's Play. Genau, wir finden jedes einzelne Item in diesem Spiel, auch wenn es nur ein... Moment, ich muss etwas ganz... Jetzt hat er noch nicht mal was. Ich wollte gerade irgendwas sagen, was eh keine Sau braucht, aber egal. Wir finden hier auf jeden Fall jeden Gegenstand. Mhm. Also das ist hier fast wie Pokémon. Alle 150 Pokémon und so. Genau so machen wir das. So, und wie ihr seht, ich agiere hier schon perfekt als, oh Gott, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich bin. Als, Schmuggler, genau, als Schmuggler, genau. Ich hab sie jetzt schon vergessen. Auf jeden Fall, das Wichtige ist halt einfach, man kann sich als Schmuggler mit, einer Fähigkeit kann man halt in Deckung gehen. Und du hast schon eine Bonusmission gemacht, ich glaub's ja nicht. Du bist schon Level... Ach, ich bin auch Level 2. Toll. So, jetzt darf ich erstmal noch ein paar Zielcomputer deaktivieren. Und wie man das kennt von Frauen, natürlich, wenn es nicht funktioniert, einfach mal kaputt machen. Okay, ich sehe schon, dass dieses Let's Play sehr nett wird. Nett. Das ist sehr nett. Wir dürfen jetzt erstmal nochmal ein paar mehr Leute umnocken. Man macht ja auch Spaß. Machen wir ja nur aus Spaß. Sonst macht man das ja gar nicht. Ist gar nicht so, dass die irgendwie gegen uns sind. Wir haben einfach Spaß dran, Leute umzubringen. Ja, das macht Spaß. Und wie gesagt, wir werden natürlich auch Flashpoints zusammen machen. Werden die dann natürlich auch aufnehmen und. Nein. Und jetzt kommt erstmal eine kleine Sequenz. Yippie. Ja, piep, piep, keine Reaktion, keine Rückmeldung. Ja, blöd. Revolver raus, bumm. Genau! So mache ich das auch immer, wenn ihr falsche Kommentare schreibt. Deswegen ist das ganz schön teuer. Captain, seid ihr da? Hier ist Corso. Das ist ja wieder der Corso Rix. Ihr habt Ärger im Hangar, ja, unfähige Idioten. Weg und schon spielen alle verrückt. Hey, das ist nicht meine Schuld. Separatisten stürmen den Hangar. Wir bereiten ihnen einen herzlichen Empfang. Aber wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Skavak, kommt her! Helft mir, diese Hangartür zu versiegeln! Skavak, was macht ihr? Das klingt ja schon mal komisch. Irgendwas hat der Skavak da, der führt wohl irgendwas im Schilde, wie ihr schon selber merkt. Der kam ja gerade schon ein bisschen komisch rüber. Vielleicht ist euch das ja schon aufgefallen. Und ich darf jetzt erstmal meine Quest zurückbringen. Yippie-yay. Ja, so. Komm mal hier hin. Ich warte auf dich, dass wir die abgeben können. Ja, warte. Ich bin auf dem Weg. So. Dumm, dumm, dumm.
Ich meine, da kann man jetzt irgendwie Gespräch beginnen und du kannst dann auch okay drücken oder so, so war da was, ne? Oh gut, ja. Werde Gespräch beginnen, perfekt. Schön, dass ihr heil zurück seid. Mein Trupp und ich sind euch etwas schuldig. Dank euch können wir die Störung durch die Separatisten überwinden. Jetzt können wir bald Bericht erstatten. Hier, aus unserem Privatvorrat. Passt auf euch auf, Held. Wir sind Helden. Boah, ist das toll. Annehmen. Jetzt haben wir erstmal einen tollen Revolver. Warte. Der hat 6 Ausdauer, 4 List und 58 Tech-Stärke. Unglaublich. Unser Voriger hatte nur 48 Tech-Stärke. Das ist ja fast gar nichts. Und, oh, du hast mich. Ich wurde direkt zur Gilde eingeladen. Das ist doch schön. Ja, da habe ich dem Typen gesagt, dass du VIP-Rechte bekommst. VIP, ich mache ja auch hier Werbung für seine Gilde. Jedi of War. Jedi of War, beste Gilde ever. Ach ja, ganz wichtig. Wir sind auf dem schönen, tollen Server The Jedi Tower. Also wenn uns noch wer besiedeln möchte hier und uns vielleicht anschreiben möchte. Erika ist Kaktusse, ich bin Mach Sandwich. Und es geht erstmal jetzt hier weiter in meiner Klassenquest. So, und deswegen dürfen wir jetzt erstmal hier wieder in Deckung gehen. Und gleich wieder ganz voll in Rage, in Action, diese Leute umlegen. Hier hätten wir auch schon unsere erste kleine Elite. Das ist, wie hier schon steht, stark und das ist so ein, ja, so eine silberne Elite, so könnte man es nennen. Und wie ihr seht, das klappt nicht mal ganz so gut mit den in Deckung gehen. Weil komischerweise steht er da irgendwie Ziel nicht sichtbar und das ist mir klar, weil ich hinter einer Deckung bin. Aber, nun gut. Das kriegen wir ja trotzdem hin. Wir sterben jetzt ja noch nicht bei der ersten Quest, das wäre ein bisschen peinlich. Ja, das wäre tatsächlich. So, und bevor wir jetzt zu Korgu gehen, der da hinten an dem, ja, an diesem Faster liegt, werden wir nochmal schön die Gegner hier ein bisschen plündern. Ich meine, wir sind ja böse, bevor wir den Leuten helfen. Hier, wie ihr seht, wir haben auch jetzt schon wieder ein neues Item dazu bekommen. Verbeultes Magazin. Ganz wichtig, um den 100% Run durchzukriegen. So, 5 Credits haben wir auch noch. Ach, Credits, ist das nicht schön? So, und jetzt erstmal mit dem Corso Rix reden. Ich fühle mich, als hätte ein Gundark meinen Schädel als Trommel benutzt. Ja. Danke, dass ihr meine Haut gerettet habt, Captain. Ja, da hauen sie ab mit meinem Schiff. Das ist, ja, da brauchst du nicht hinterherlaufen, das ist weg. Skavak hat diesen Separatisten geholfen, hier reinzukommen. Er hat uns verraten. Skavak ist eine ganz schöne Sau. Alles ist weg. Dieser Abschaum hat mein Schiff gestohlen. Ja, dieser Abschaum. Und auch alle Waffen. Er und die Separatisten müssen das schon lange geplant haben. Ein Moment mal. Wo ist Fackel? Ich glaube es nicht. Skavak hat mein Blaster gestohlen. Warum nennt man seinen Blaster Fackel? Fackel ist ein echter Blastik ALT-25. So einen Assi er ist, ne? Und seitlich angebrachten Entfernungsmesser. Die Fackel ist viel zu gut für Skavak. Deine Waffe ist mir egal. Vergiss dein dummen Blaster. Was ist mit meinem Schiff? Damit kommt er nicht davon. Manchmal ist das schon ganz schön böse, was man so für Antworten gibt, wenn man böse ist. Unglaublich, aber wahr. Was ist denn los, Corso? Habe ich deine Gefühle verletzt? Sei froh, dass du noch am Leben bist, Junge. Ich bringe euch um, Skavak. Es ist schon klar, dass das den Tod bedeutet. Viele Frauen wollen mich tot sehen, Schätzchen. Stellt euch hinten an. Im Namen von Ort Mantels tapferen Freiheitskämpfern danke ich euch für den Blaster, das Schiff und dein herzhaftes Lachen. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch. Da würde ich sagen, überlegt es euch nochmal. Ich gewinne immer. Nur ein Tipp, ich gewinne immer. Abgebrochen. Er hat schon immer gewusst, wie man einen Abgang macht. Skavak hat meinen besten Blaster geklaut. Aber das ist wohl nichts im Vergleich zu eurem Schiff. Tut mir leid, Captain. Hört zu. Skavak und ich haben für einen Kerl namens Vido gearbeitet. Wenn er rausfindet, dass Skavak ein Separatist ist, wird er Rache wollen. Genau wie ihr. Tut euch selbst einen Gefallen und sprecht mit Vido in Vorganik. Ich versichere euch, dass er euch helfen wird, euer Schiff zurückzubekommen. Gut, dann müssen wir wohl mit Vido reden. Und ich würde sagen, gut, ich komme allein klar. Habe ich irgendjemanden um Rat gebeten? Jetzt habt euch nicht so. Früher oder später wird Skavak schon auftauchen. Ja, und Skavak wird kassieren. Und hat überall Verbindungen. Wenn jemand euer Schiff finden kann, dann er. Ich muss diesen Hangar verschließen, aber ich werde Vido eine Holo schicken und ihm alles erklären. Vorganik ist nicht weit weg. Ich treffe euch dann bei Vido, Captain. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Vido dann mit Corso Rick und wir haben einen neuen Codex-Eintrag. Die werden wir auch nicht lesen, denn das würde das Let's Play wirklich um Weiten, das wird das ganz schön stark verlängern. Ja, die 100% Aufgabe dauert echt schon lange.
Ja, also ich werde es natürlich doch lesen, das meinte ich jetzt natürlich. Und wir werden jetzt eben noch bis da hinten laufen zu Erik, den werden wir dann noch ein bisschen begleiten. Aber ja, dann werden wir auch schon... Quest. Ja, aber dann müssen wir schon einen Schnitt machen, weil dann schon 20 Minuten um sind. Ach so. Deswegen treffen wir uns erstmal hier bei einem Quest-Typi. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Laufen wir erstmal zu dem hin. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier bei diesem hockenden Typen beim nächsten Mal wieder. Und ich fange gleich erstmal an zu tanzen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Brain und der Erik verabschiedet sich bestimmt auch noch. Ja. Tschüss. Also, bis dann. Ciao, ciao.